Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadowrun Hongkong. Wir sind hier immer noch bei Iris und haben hier noch ein bisschen Kampf zu bestehen. Wer ist denn? Du könntest mal hier hingehen und das Gas ausschalten. Das ist sehr gut. Haste kannst du nicht. Bei Totem, okay. Ja, da wollen wir mal schauen. Wo wollen wir dich denn mal? So ein bisschen Deckung. Wen haben wir hier? Night Iron Mage, Adepten und noch eine Guard. Können wir irgendwie dich können wir treffen? Dann schießen wir mal auf den Mage. Treffen immerhin. Du kannst mal weiter vorrücken. Ja, genau. Hier wollten wir uns einhacken. Jetzt brauche ich nur noch meinen Zettel. Wir werden ja den Code brauchen. Wieder sehr gut vorbereitet. Ja. Vent3 Blocker Code. Ja, okay. Oder haben wir das schon gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Du gehst mal hier auf eine Leylinie. Kommst du nicht hin? Dann gehen wir auf die. Jetzt stellt euch nicht alle so zusammen, dann werfen die nur Granaten. Okay. Wo willst du denn hin? Da ist doch gar keiner. Ja, schieß doch mal bitte auf den Magier, der da steht. Ja. Das. Okay. Oh, da ist doch jemand. Okay. Hast du. Wie hast du das gesehen? Hast du das gerochen? Okay, ist auch egal. Was? Nee. Bitte nochmal, Isabel. Das war blöd. Gonzo, kannst du jetzt schon wieder. Kannst immer noch nicht hasten. Herr Gonzo, schießt mal bitte den Magier tot, den ja alle anderen zu ignorieren scheinen. So wird das noch eine Weile dauern. Die Drohne kommt mal zurück. Rector kann mal. Overclocking machen. Locked Shot. Der ist aber sehr weit weg. Targeted. Probier's. Oh, wow. Gar nicht schlecht. 17, 27, 32. Oh, gut. Also die Drohne trifft auch mit 20, 30% Chancen. Wir treffen bei 95, 98% nicht. Okay. Also, du kannst. Da passiert irgendwas. Was so zugegebenermaßen nur am Rand. Sehr gut, danke schön. Nur am Rande interessiert, weil das ist ja keiner von uns. Ähm.
Okay, du gehst jetzt mal hier hin. Das Gaswerk 3 war hier, ne? Weil hier war 2 und wir müssen also nach hier. Dahin, 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 hopp, hopp, hopp. Okay, Gas ist ausgeschaltet, richtig? Dann kannst du dich auch wieder ausstöpseln. Okay, haben wir alles richtig gemacht. Dann kannst du jetzt grob hier mitmachen. Wieso hast du eigentlich 3 Action Points? Das finde ich ja interessant. Hier haben wir noch eine Guard. Natürlich, wir treffen bei 89% nicht. Die Drohne trifft bei 30 oder 27 oder was das war. Oder bei 35. Das ist. Ich weiß nicht, ob das einprogrammiert ist. Ich meine, es kann, klar, es kann der Würfelwurf sein, aber ich glaube es bald nicht mehr. So, wir haben ja noch so ein paar Sachen zu tun hier. Du bleib da mal am besten stehen. Jetzt ist so eine Hasten. For 3 rounds, hatte man das jetzt noch. Man kann Gonzo. Weiter, wir müssen ja hier noch. Ja? Geht ihr doch mal rein, macht euer Ding. Ja, irgendwer macht da was. wir müssen ja hier noch an den Safe, wenn ich das richtig überblicke. Wow! Okay, ganz so, dann. Okay. Swiping the keycard across the slot, the safe lets out a beep and the light flashes green. As the door swings open, the contents are revealed. A stack of chips and plexiglass cube containing a tangle of drone parts. With a deft grab, you scoop up the goods. Sehr gut. Dann Auto Repair Type haben wir. Auto Repair Unit. Escape. Spiel da möchtest du hin, ne? Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Okay. Okay, da ist der Enforcer. Kann Isobel hin. Das sind 2, okay. Okay, Gonzo, jetzt hast du ja geguckt, was da los ist. Knight Errant Adept, Knight Errant Enforcer.
Würde ich sagen, schießen wir einfach da drauf. So, der ist fast tot. Du. Ist da nicht hin. Du kannst aber. Moment, du kannst. Immer die Accuracy erhöhen. Dann greift den Mann. Der wäre tot. Sehr gut. Das ist einer von. Es sind zwei von uns da, die schlafen. Okay, es ist nur mittelmäßig gut. Aim auf dich, dann gehst du hier hin und machst mal einen Headshot, einen Zielschuss, der natürlich nicht trifft, wäre auch zu schön gewesen. So, okay, jetzt bringt den da mal um. Sehr gut. Target neutralized. Ja, haben wir gut gemacht. Rector peers intently at his bracer as he scans the room with it. I think that's the last one of the security on this floor, but it won't be long before reinforcements arrive. They're sure to notice when their soldiers stop checking in. Haben die kein Heart Monitor oder kein Health Monitor? Dass die das erst mitkriegen, wenn sie sich anrufen und sie sich nicht melden? Das kann ich gar nicht glauben. You think they figured out what we are after? They'll be right on top of us if they have. Doubtful. Unless Taylor or Hardingham was in the lab, the rank and file knight errand guards won't have security clearance to know what projects are being developed. Still, we should move quickly. Habe ich vor. Vorher speichern wir aber. So, wir wollen hier hin. What? The elevator doors refuse to open. Some kind of manual lock is engaged. Haben wir nicht die Kontrolle gehabt über die? Ist ja egal. Blinking alert message read. Elevator in transit. Doors will unlock once elevator passes floor 27. Ja. Ich meine. Ach so. Looks like you won't be able to pry them open for a minute or two. Better hunker down. Wo? Oh, shit. Okay, muss ich da jetzt drin... Muss ich hoffentlich nicht beistehen. Na gut. Haben wir hier irgendwo irgendwas? Nee. Stopp, hier haben wir was. Na gut, nächste Runde. Wo kommst du da hin? Kommst du hin? Rector kann da bleiben. Solltest aber mal Koschei einschalten. Ich meine, sicherheitshalber kannst du dich ja hier auch noch in Deckung begeben. So, und Koschei bildet mal die Vorhut.
Du Scheißer. Aber immer noch mal. Na, das war immer gar nichts. Kommen da noch mehr? Okay. Frequency 16 Damage 8 2 AP Damage. Wie viele Hitpoints haben die Kollegen denn? 55, 38, 45. Oh ja, eine Frag Grenade. Na ja, mal einen halben Schaden. Du könntest aber nochmal Overclock machen. Dann kannst du jetzt nämlich nochmal schießen, würde ich sagen. Wen haben wir hier? Ein Mage. Okay, na immerhin. So, Gonzo macht mal einen Dead-Eye-Shot. Falsch. Du machst vorher Aim auf Gonzo. Oh, ist ein Gruppending, sehr gut. Also Flächen, das ist sehr gut. Dann wirst du jetzt mit 99% wahrscheinlich vorbeischießen. Nein! Ich bin beeindruckt. Enforcer. So, Isobel. Wow! Also, wenn du nicht triffst, triffst du trotzdem. Ja, das ist das Schöne an Granatwerfern. Du könntest noch mal irgendwas machen. Nicht wirklich. Du könntest noch mal schießen. Aim Burst auf den. Ja, immerhin. Kaylee? Ach komm, das war sehr gut. Wow. Okay, okay, wer ist das? Der ist der Aua, der sieht groß aus. Okay, wollen wir die jetzt noch umbringen? Ich meine, wahrscheinlich besser als Zeugen zurückzulassen, ne? Okay, Rector macht nochmal das. Okay. Mach mal das auf den Kollegen. Come on! Das ist doch nicht wahr. Okay, ihr seid gar nicht schlecht.
Okay, Koschei, würdest du mal bitte so freundlich sein und das mal zu Ende bringen hier? Na, also. Keine Zeugen zurückgelassen, dann können wir jetzt gehen. The pungent smells of musty stone, grease and the remnants of neurostone gas mix in your nostrils as you rappel down the elevator shaft. Whatever frustrated night errant security officers on pursuit are too far away to be heard. All around you there is only darkness and the occasional gratitude maintenance light. As you reach the bottom and pry open the heavy elevator doors, light comes flooding into the shaft. With any luck, you're only minutes away from the MTR station and with it freedom. Das ist eine sehr friedliche Musik. Das klingt gut. Wenn das Spiel dann auch mal laden würde jetzt. You exit the service elevator and step out into the dimly lit basement. You hear no sounds of alarms nor shouting, but it's only a matter of time before Night Aaron catches up with you. The basement smells of mold and stale air. Faint vibrations run through the floor and walls every few moments. Evidence of MTR trains passing by. Okay. Dizzy, Verzeihung. Dizzy. That was closer than I'd have liked. Woo. Dizzy hunches over, hands on her knees as she pants excitedly. She straightens as she calms down. Chucked it up on things I don't want to do again. Get gassed while trying to escape from Night Errant. Ja, das waren aber keine richtigen Night Errant. Also wenn wir das richtige Night Errants gewesen wären, dann das wäre nicht so einfach geworden. Ah, back up Dizzy. At least your fists and feet could hurt those bastards. I swear to God, I'm never running against Ares again unless I've got an assault cannon with me. The old six gun just won't cut it against Night Errant. Just swing for some APDS rounds, man. You don't need to overcompensate that much. So what now? We just march through the basement into the central MTR station? We should move fast. We don't have much time before they figure out where we were. Before we head off into the unknown, what are we going to do about the prototype? You need it for your job, I need it for mine. Ja, aber ich hab ihn jetzt. Und wir haben eine Drohne, die dich in Stücke schneidet, wenn du ihn mir wegnehmen willst. Ich bin mit dem Status quo völlig zufrieden. You aren't the only one who needs it. We have a job to finish, just like you do. Das hat er auch gerade gesagt. It's unfortunate that we can't both get what we want, but that's how life is some days. You suck it up and move on. Come on, we are well established. You've got a network of contact. You're well established. You've got a network of contact. Bettelst du jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. You've got a network of contacts. The runner community knows how reliable you are. Wenn du mir einen blasen willst, also es muss jetzt echt nicht sein. I'm a little fish in a big pond here. I blow this job. I may not be able to work in Hong Kong again. Ja, dann eben nicht. Mein Gott. Hell, you don't even need the prototype. Just the damn GPS unit on it. What? Da ist eine GPS-Unit drauf. Okay, das Ding kann also lokalisiert werden. Und wozu brauchen wir das Ding? Dann nimm du doch die GPS-Unit. Ah, Mann. Listen, it's not personal, it's just a job. Maybe for you. For me, it's life or death for my friends. And maybe me, too. I'm begging you. Give me something to work with. You don't have to be like this. You do me this favor, I can pay you back in the future. You got my word on it. Ja, und weißt du, was ich mir dafür kaufen kann? Fuck all. Also ich meine, also mit Prototyp meint ihr den Laser, ne? Also wir haben einen verdammten Laser jetzt. Und das ist ja schön, dass du mir vielleicht in Zukunft einen Gefallen tun kannst. Erstens mal weiß ich nicht, ob du lang genug lebst. Zweitens bist du von all deinen Teamkameraden offensichtlich der Inkompetenteste, weil du, ne? Rector leans over to whisper to you. It's true that we only need the GPS unit. That said, I'm certain I could fix the prototype up so that we could use it in the field.
Das wollte ich hören, Rector. Damit ist die Entscheidung gefallen. It's your call, though. We can be good Samaritans. Or we keep the weapon for ourselves. Du weißt schon, welcher Welt wir leben, ne, Rector? Das ist nicht okay. No, I don't think so. Was? No, I don't think so. Das ist, er hat eine Wahl, das eine oder das andere. Wieso no, I don't think so? Meinst du damit, dass wir... No, I don't think so. Oh, crap. I guess you have to do what you think is right. Yeah, in der Tat. I guess there's nothing to do but try for another job. I can't pretend to be happy about your decision, but no hard feelings, okay? I know how it goes. Ja, du willst mir doch nicht erzählen, dass du es in meiner Lage anders, in meiner Situation anders gemacht hättest. Du hättest mir das aus reiner Nächstenliebe den Laser gegeben. Das, also da hast du schon recht. Das, also das verstehe ich, dass du das, oder kann ich nachvollziehen, dass du das einsehen kannst. Also dass du das einsiehst, weil das, da kannst du ja noch machen. Zumal wir euch ja schon mal geholfen haben. Also dann, ich meine, gut, ihr habt uns jetzt auch geholfen. Ja, ist schon richtig. Ich würde sagen, wir sind quitt. Listen, you go ahead. I'll head the other way, so we'll be less conspicuous once we get out of the collapsed area. Keep safe, okay? Ja, deinen Namen haben wir, kriegen wir früher, später dein Telefon. Also das, ja, machen wir. Tschüss. So. Ich nehme jetzt mal an, dass dieses I do you a favor in the future, ich könnte mir vorstellen, dass wir die vielleicht dann als mögliche Teammitglieder bekommen, die wir anheuern können. Oder vielleicht kriegen wir das sowieso. Weil theoretisch, sie suchen ja einen Job. Also wenn wir sie jetzt, sie müssten dann ja eigentlich in unserem Roster da erscheinen, wo wir Leute anheuern können. Weil ich meine, wenn sie Jobs suchen und wir einen Job haben... Das müsste sich doch ausgehen. Vielleicht würden sie uns sonst, so wie in dieser Mission, als zusätzliche Feuerkraft helfen, dass wir also dann, dass wir mehr als nur zu viert wären oder so, dass sie vielleicht zusätzlich dazu kommen. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wo seid ihr eigentlich hin verschwunden? Hier könnt ihr durch Wände gehen, ist ja auch interessant. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Koschei, komm mal hinterher hier. Okay. Ist hier irgendwo irgendwas? Sieht nicht so aus. Wozu ist dieser Raum gut? Einfach nur so als Stimmung oder was? Okay. A piercing howl cuts through the silence of the empty station. It's distant, but probably won't be for long. Better move and move quickly. Was meinst du mit piercing howl? Geht das etwas informativer Spiel? Gobble turns to face you, planting a hand firmly on each hip. Ihre Hip. Ja. She's grinning like a maniac. Alles gut? We barge into an Ares facility, shoot up the staff, steal a laser, and now they're chasing us to a cave with guard dogs. We are so awesome. Ja, ja. Warning, condemned area, no entry. Gucken wir doch einfach mal trotzdem hier rein. Ich bin neugierig, was hier ist. Ist wahrscheinlich ein Fehler, aber... Oh, fuck. Das sind keine Guard Dogs. What do you think was going on upstairs anyway? All I heard was there were intruders and we're supposed to stop them from leaving.
Das sagt der Knight Errant Captain. Okay. Some kind of Shadowrunner team got into the building, I guess. I guess? Habt ihr keine Kommunikation? Die haben wir doch nicht ausgeschaltet. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Killed a bunch of the guards upstairs. Central doesn't know where they are now, so we're just supposed to keep our eyes open. What a bunch of scum. I hope they show up down here. I'd love to show them why nobody messes with Knight Errant. Es sind drei, das ist nicht gut. Okay, haben uns gesehen. Also sind wir nicht mehr gut. Okay, Koschei an. Overclock. Captain, Enforcer, Conjurer. Okay, das war so gut nicht. Isobel, kannst du da zufällig irgendwo hinschießen? Da kannst du hinschießen, dann schieß mal dahin. Okay, haben wir hier irgendwas, was wir benutzen können? Da, Summon Spirit, das ist aber ziemlich weit weg. Dann mach mal Aim auf. Die braucht das ja offensichtlich. Und du versuchst das jetzt nochmal mit dem Schießen, bitte. Nee, du möchtest eher nach da schießen, aus irgendeinem Grund. Okay. Oh, fuck. Okay. Okay. Noch mehr? Oh, okay. Okay. Ah, fantastisch. Ach, sie schläft, okay. 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 Ja, das hat wenig Sinn. Da sind wir zu weit nach vorne gestürmt. Das laden wir mal. Okay, also nicht ganz so mutig nach vorne stößen. Es sind mehr als zwei. Okay. Anfängerfehler. Ich nehme an, die Guard Dogs kommen in jedem Fall erst, wenn der Kampf angefangen hat. Wir können ja erst mal hier reingucken.
Tick. Wo geht das hier denn hin? Hm? Okay. This control panel seems to connect the backup generators powering the disused section of the old central MTR station. The readouts indicate that backup batteries have sufficient power to keep the lights on, but the remainder of the power is devoted to operating secondary doors. If you could turn this off, you could prevent night errant forces from getting in, except from the way you came. Rector, mach das mal. Es war wirklich ein Fehler, da oben zuerst hinzugehen. Da im Norden. Das war definitiv, wäre die richtige Entscheidung gewesen, hier erst reinzugehen. Okay. Ich hatte sowas geahnt, dass irgendwas passiert, wenn wir hier lang gehen. Aber gut, war ja auch so. Was passiert, wenn wir... Okay, ja, haben wir alles erzählt. Haben wir schon gelesen, meine ich? Können wir ja einfach an euch vorbeirennen und uns da gar nicht drum kümmern? Oh shit, da sind noch mehr. Wir müssen nicht mit euch kämpfen. Also erstmal haben wir jetzt ja verhindert durch die Generatorengeschichte, dass die da nachrücken. Aber so wie es aussieht, müssen wir mit euch gar nicht kämpfen. Okay. Das gefällt mir nicht. Wollen wir hier rein? Nee. Wollen wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ist hier ein Matrix-Point, wo wir die Stinger übernehmen können? Nope. Aber vielleicht ist das jetzt ja auch down ausgepowert. Ohne Power, aber wahrscheinlich nicht. Tür kommen wir auch nicht rein. Hier ist auch nichts. Ich sehe hier nichts. Okay. Also, Gonzo, hast du hier Deckung? Offensichtlich ein bisschen. Schalte jetzt mal Koschei ein. Da werden sie dich wahrscheinlich sehen. Deswegen machst du erstmal ein Aim auf alle hier. Das geht nur auf dich. Ach so, das war, weil du auf einer Linie, auf den Dingern... Nee. Egal, keine Ahnung. Das Control, was ist das denn mit Spirit? Haben wir nicht. Oh, da sind zwei von... Ach du Scheiße. Okay. Weiß nicht, ob ich das am Anfang gemacht habe. Machen wir jetzt. Du wirst jetzt einfach mal... Nice. Very nice. Mach das gleich nochmal. Very nice. Okay. Hast du noch eine...
Granate, ja. Kannst du da hinwerfen? Ja. Okay, das hat die ganze Leute schon ziemlich ausgedünnt. Und das, die Dinger haben offensichtlich keine Power. Also dann war das das mit den Generatoren, das war schon richtig. Enforcer, Captain. Hau mal den Mage um. Sehr gut. Gonzo. Hau mal den Enforcer um. Und... Nee. Okay. Das war ja klar. Musste noch eine Granate ins Gesicht kriegen. Aber es wird Gonzo jetzt eine große Freude sein, dich totzuschießen. Gonzo? Du wolltest den Kollegen totschießen. Na also. Okay. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Nicht, dass die Dinger jetzt doch noch erwachen. Okay, wir konnten die komplett... Also dieser Kampf ist ein bisschen strange, weil man kämpft ja nicht nur gegen die Leute, sondern auch gegen die Hunde, die dann von hier kommen. Da wird man quasi fürs Erforschen, Erkunden bestraft. Unbedingt super Idee, aber whatever. Ne. Okay. Dafür gibt's ja Safe Games. Wer seid ihr denn schon wieder? As you move through the MTR station, several figures move to interrupt your advance. The leader is obvious, a hulking brute of a troll. Warum muss der dann der Leader sein? Ist ja geil. He cradles a heavy assault rifle in the crook of his cyberarm and reeks of stale cigarettes and casual brutality. The name Steeltooth is stenciled across the flak vest beneath his jacket. His eyes narrow as you approach. That's far enough for you, punk. Ja, fühlen wir uns jetzt ja nicht angesprochen. Mit wem redest du denn da? Also, ich finde das nicht so nett, dass er deine Freunde als... Obwohl, Punk ist ja nicht mehr besonders abwertend. Ich meine, wir sind, ist ja egal. Sie sind in, also ist abwertend gemeint, klar. Wir sind ja keine Musiker. My crew's had a long night. Nerves a little raw, you know? And crunching somebody's face always brightens my mood. Let me speak in small words so you don't misunderstand. By the way, I can't... Too long words. Anyway. Give us the prototype laser or we're gonna kill you. So hard your ancestors feel it. That's the best insight you could come up with? Really? Try it. Watch how fast I air you out. Air you out? Okay. That's the best insight? Hell with you, little man. You think you're so smart? Nee, weiß Gott nicht. You think you're so smart? Let's see how smart you are with a bullet in your skull. Gobbet rolls her eyes, revving a dismissal fan at Steeltooth. Listen, we're all super impressed by the size of your gun. Really. But we're not really inclined to give anything to a dumb thug like you. Adults are talking, little girl. Die ist schon klar, dass die hier von allen... die zweitgrößte ist, abgesehen von dir, ne? Vielleicht ist sie für dich, Little Girl, ja, wahrscheinlich. Once they're done, maybe you'll be able to run along home and play with your dollies. Until then, shut the hell up. The troll takes one last drag from his cigarette before splitting the butt out onto the tight floor. Warum haben wir jetzt eigentlich noch nicht unsere Waffen gezogen, während er da fröhlich vor sich hin raucht? Ich meine, hat er ja nur eine Hand frei. Also das hätte... Unser Pen and Paper Team jetzt gemacht. Die hätte ja schon lange geschossen, aber egal. Right, cigarettes down, which means your time's up. Hand over the prototype, now.
You must be the genius Ares caught breaking in twice in one night. Okay, du bist das. We had to ditch it back in those caves. Knight Errant is right behind us. Bullshit, nobody dumps a payday like that. Not unless you got no other choice. The laser had a tracking device on it. We had to ditch it. Ah, hell, still though, I ain't buying it. Tell you what, we strip search you. Das ist ein verdammter Laser. Den können wir nicht einfach irgendwo versteckt haben, Spiel. Das Ding ist so lang wie wir selber, fast. Also, ich meine, das ist verdammtes... Ich weiß nicht, was es ist, ob es quasi als Sniper Rifle oder als Assault Rifle gilt, aber das ist massiv. Egal. Jetzt wäre eine Wahrnehmungsprobe fällig. Und wir werden dann, wie gut wir es verstecken können. Aber da wir nicht mal einen Mantel haben, wir können es echt wirklich nirgendwo verstecken. Ich meine, vielleicht haben wir es unter Koschei montiert, irgendwie drunter, dass es nicht so auffällt. Tell you what, Mr. Stripshaw, if you don't have it, you can be on your way. How's about that? The longer you hold us up, the closer they are to killing you too. You kind of got a point there, shit. You sure it had a tracker? You ain't lying to me? Wenn ich dich anlügen würde, glaubst du wirklich, dass ich jetzt sagen würde, ja, ich lüge? Ach, Trolle. Tick, tick, man, we all gotta get out of here before the cavalry shows up. Yeah, yeah, you're right. A look of comprehension breaks over the troll's face like a dim candle slowly flickering to life. Nicht eine besonders freundliche Umschreibung, aber shit. Come on, guys, let's get the hell out of here. Das war ja einfach. Und ihr nehmt nicht mal unseren Dings mit. Unseren Zug. Ihr könnt auch durch Wände diffundieren. Okay. The MTR train pulls away from the station. You become lost in the crowd. Just another face traveling from central toward Kowloon. Every second puts blessed distance between you and the hornet's nest of Knight Errant soldiers you've left in your wake. With the data planted and GPS module in your possession, it seems certain that Ares Asia will place the blame for your run at the doorstep of the Red Dragon Association. Ach, das war, da haben wir da... Ah, stimmt, da haben wir da irgendwelche... Stimmt, da haben wir falsche Daten irgendwie eingespielt oder so, ne? Obwohl, das war doch die Dated Planted und... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Wozu dieses GPS-Modul, ob uns Director vorher was drüber erzählt hat. Ah, whatever. Offensichtlich haben wir unseren Auftrag erfüllt, irgendwie. Wow. This heavy laser rifle has sniping laser. Has low capacity before requiring a reload. Battery swap. Aber offensichtlich haben wir das dann ja. Sonst würden wir ja nicht reloaden können. Oder? Spiel. Pierces up to 2 armored. Slightly more accurate than a traditional weapon. Das nehmen wir mit. Required strength 3. Okay, wir haben es geschafft. Aber wir brauchen Strength 3. Haben wir irgendwie Karma gekriegt? Travel to the Envy Nation. Das ist das alles, was wir schon hatten. Dekon, ja, ja. Isobel's Job. Ja, wir können also Stärke auf 3 erhöhen. Ja, aber gut, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Wir haben den Ares Run erfolgreich absolviert und meine Freunde haben mich schon wieder im Regen stehen lassen, buchstäblich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Shadow on Hong Kong. Bis dahin, tschüss.